Howdy Freunde, heute werden wir Saloonbesitzer in Saloon Simulator. Wir stürzen uns die Epochen hinab bis hin zum Wilden Westen, machen mal ein neues Spiel. Wir haben schon vieles gemacht, wir haben schon einen Supermarkt besessen, wir haben einen Kleidungsladen besessen und jetzt also einen Saloon. Ich bin sehr gespannt. Oh, guck mal. Das sieht ja direkt gruselig aus. What I imagined. Starting a business here is going to be a challenge. Okay, wir gehen in den... Also, das ist der Western. Ich finde, die Maus-Sensitivity ist hart nervig. Was? Da. Oh, geht gar nicht. Geht gar nicht mehr weiter runter. Egal. Also, warte, jetzt ist aber anders. Hier, diese Stadt ist, glaube ich, ziemlich... Es ist eine blühende Westernstadt? Bin mir nicht sicher. Sah das so aus? Haben die Leute alle nicht aufgeräumt? Es lebt auch niemand mehr her. Es wohnt hier einfach keiner. Da ist natürlich eine Kirche. Nee, ist eine Kirche. Oh. Ja, das mache ich. Wir reißen hier erstmal die Bretter von der Saloon-Tür. Oh, da hat der vormalige Besitzer das hier alles richtig schön verrammelt. Tja. Das ist ja ein richtiger Drecksstall. So, wir haben einen Eimer. Damn, what a flea pit. I was expecting the saloon to be abandoned, not devastated. Guck mal, hier ist unser Eimer. All right, let's start with the trash. Erstmal der ganze Müll hier. Erstmal aufräumen. Guckt euch das mal die ganzen leeren Bierpullen. Meine Güte. Erstmal alles sauber machen. Ein altes Wagenrad. Ein Pisspot hier oder was ist das? Alte Bretter. Wer hat denn hier gehaust? Das gibt's doch gar nicht. Erstmal alles schön sauber machen. Hier haben wir auch noch was. Noch ein alter Rotzpot. Was ist das hier? Das ist so ein... Wo die immer reingespuckt haben, die haben doch alle so Kautabak gehabt früher. Und vermutlich haben sie da dann in so ein Kautabak-Gefäß reingerotzt. Right. Was? Oh. Wo ist denn die Mülldeponie? Locked. If I can't find the key, I'll have to force it open. Nee, das machen wir nicht. Ich wusste nicht, dass es im Wilden Westen sowas wie eine Mülldeponie gibt. Aber diese Müllsackmechanik. Alles ist ein Dump. Die ganze Welt ist eine Müllhalde. Hallo? Wer ist hier zuständig für den Müll? Die italienische Mafia vielleicht. Hallo? Das kann man doch einfach auf die Straße legen. Muss mir doch keiner erzählen, dass es hier eine Müllhalde gibt. Da hinten sehe ich was. Aber wie geil ist denn hier dieser Canyon? Guck mal da, mit diesem riesigen Bogen. Das Vorhandensein von Müll im Saloon schreckt die Kunden ab und wirkt sich auf dein Trinkgeld, die Anzahl der Gäste und ihre Reaktionen aus. Oh, das zweite habe ich aus Versehen übersprungen. Das ist hier die Müllhalde. Ach, du grüne Neune, das muss ja fürchterlich stinken. Done. Does anyone even visit this town? Bad Boss Stables. Da gucke ich mal rein. Hallo, jemand zu Hause? Ich bin der neue Saloonbesitzer. Kann man diese Leiter benutzen? Nein. Oh, ich soll eine Notiz lesen. Das machen wir doch. Hallo, Einwohner von Blueberry. Ich gehe für eine Weile weg. Ich habe das Gefühl, dass meine Suche nach Dulcinea dieses Mal etwas länger dauern könnte.
erwartet mich nicht so bald zurück. Eher Anfang April mit meinen üblichen Vorrat an außergewöhnlichen Funden. In der Zwischenzeit könnt ihr den Müll so hoch stapeln, wie ihr wollt. Ich kümmere mich darum, wenn ich zurückkomme. Bis dahin hoffe ich, dass in eurer kleinen Stadt alles in Ordnung ist. Wir sehen uns im April. Charlie. Ich glaube nicht, dass er das Jahr... The 1st of April is tomorrow. Might be worth a look. Assuming, of course, that Charlie has left this note this year. Gleicher Gag. Ja, geil. Spinnenweben. Oh. Ja, jetzt machen wir richtig sauber alles. Ich glaube, diese Straße hier zu fegen wäre großer Quatsch, aber wer weiß. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Wir wissen ja alle, dass der Saloon das wichtigste Gebäude war im Wilden Westen. Und sobald der Saloon geschlossen war, ist die Bevölkerung ausgestorben. Weil das ist das Herz einer jeden Stadt. Das ist, seht ihr auch, wie zentral das ist. Die Kirche ist da hinten am Ende der Stadt. Der Glauben ist nur Peripherie im Herzen der Menschen. Der Saloon hingegen ist die linke und die rechte Herzkammer. Hier pumpt das Blut der Stadt hindurch. Let's see if there's any floor under this dirt. Oh, guck mal, da ist ein bisschen Geld. Wenn wir alles sauber machen hier. Putziputz, was ist das? Jetzt sind wir schon mal reich. So. Hier ist noch mehr Dreck, alles hinwegfegen. Oh, guck mal, wie das blitzt. Wie der 100 Jahre alte, zerfressene Holzboden auf einmal glänzt. Hier, weg mit dir. Oh. Alles klar. For now, this is as good as it gets. It's time to set up the chairs and tables. So, Leute. Jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Erstmal das Wichtigste. Oh Gott, das Klavier ist ja komplett kaputt. Erstmal hier schön das Piano gerichtet. Was ist denn das hier für ein alter Vorhang? Das sieht aus wie so ein Jutesackmaterial. Was ist denn dahinter? Wieso darf ich da nicht hin? Okay. Was? So. Das sieht doch gut aus. Wir nähern uns einem annehmbaren Zustand. Wir können bald die ersten Gäste wieder bewirten. Hier würde ich ihn gerne hinstellen, ehrlich gesagt. Warum? So. Das ist doch der beste Platz, oder? Das ist der beste Platz im ganzen Saloon. Hier mit dem Fenster zur Straße sieht man auch direkt, wenn ein Bösewicht kommt. Dann sieht man den direkt, hat die Bar im Rücken. Das ist der beste Platz, guck mal. Du hast keine Tischnachbarn, die dich nerven. Du kannst hier jederzeit bestellen. Hier hängen auch noch die Ochsenhoden rum. Das bringt ja Glück, wissen wir alle im alten Westen. Wenn man Glück brauchte vor einem Duell zum Beispiel oder wenn man mit dem Planwagen in die Weite des Westens aufgebrochen ist, dann brauchte man viel Glück und dann hat man immer an diesen Ochsenhoden gefingert. Einfach für Glück. Und im Saloon ist es ja auch so, dass man oft zum Beispiel Kartenspiele gespielt hat und dann hat man immer hier so, konnte man einfach da kurz mal dran reiben. So. Und den machen wir noch hier mit hin. Ja, wunderbar. Das, wie das jetzt schon wieder aussieht, viel besser. Guck mal. Getränke können nur durch Interaktion mit dem Kunden, der vor der Theke steht, zubereitet werden. Sprich mit dem Kunden und du wirst sehen, wie du es selbst machen kannst. Manche Charaktere haben ihre Lieblingsgetränke. Gib ihnen einen von ihnen und beobachte das Ergebnis. Du kannst ihre Wertschätzung gewinnen und sogar ihr ein ganz besonderes Geschenk erhalten. Es ist auch möglich, jemanden abzulenken und Ärger zu vermeiden, indem du ihm sein Lieblingsgetränk anbietest. Okay. Oh, es gibt hier sogar berüchtigte... Ah, hier, das ist der erste Gast. Well, you've done a fine job setting up, Butterfingers.
Wer bist du denn? I must say, the rat droppings on the threshold caught my eye. Did you come up with this decor yourself? It's my business what happens to this place. Beleidigt ihr mich? We both know that ain't true. Have you forgotten the agreement you made with Mr. Locke? Do you know this man? Kann es sein, dass er mich beleidigt? I know he'll be mighty disappointed if we don't handle a sensitive matter right now. Who are you anyway? I'll tell you only what you gotta know, Butterfingers. They call me W, and as long as you run the saloon, we're tied together like tumbleweeds in a dust storm, whether you like it or not. The name's Cheyenne, and I don't think I need to listen to you. I know your name. And Mr. Locke knows what's going on here. Quit wasting our time and follow me. But how do... Der ist Bauchredner. Ey! Das ist mein Saloon! Wie verstecken sich hier irgendwelche Ratten, irgendwelche Gangster in meinen vier Wänden? Hallo? Ich habe das hier rechtmäßig erworben. Got the keys to the whole dang saloon, do you? Get in. Wie der mit mir redet, gefällt mir gar nicht. Ah! Jesus. That's a fresh corpse? Fresh? They've been lying here for a few hours. Come on, there's nothing to see. Help me clean it up. No fucking way, W. This is murder. If we get rid of the body, it'll be merely a mysterious disappearance. Besides, the town doesn't have a sheriff yet. What is this man even doing here? He is lying dead. Stop asking stupid questions and get to work. I saw a rag here somewhere. You know what to do. Okay, ich wollte einfach nur einen Saloon aufmachen und die Leute glücklich bewirten und jetzt bin ich Komplize in einem sehr komplizierten Mordfall. Mist. Okay. Dann werde ich mal das Blut aufschrubbeln. Ja. Ah, ich kann denselben Lappen, den ich nutze, um die Blutflecken wegzuschrubbeln, kann ich auch nutzen, um Getränkeflecken von der Theke zu wischen. Na, das ist ja toll. What did I get myself into? Und er macht nix, oder was? Du guckst einfach zu? After you clean up the blood, take the body to Casey. She's the local mortician. Another one of Locke's associates? I wouldn't call her that. At least not to her face. She just does what she can to stay alive. Like we all do. Hier, guck mal, du hast auch... Nachdem du eine Leiche aufgesammelt hast, wir können sie zum Bestatter bringen. Ah ja, okay, geil. So, warte mal ganz kurz. Du hast da an der Wange ein bisschen was. Warte mal. Das wische ich dir mal eben weg. Und da an der anderen auch. Hier in deinem Dekolleté befinden sich einige unschöne. Da auch. Kurz mal den Staub wegmachen. Ja, bleib mal stehen. Mach dich hier mal. Das ist ja. So kann man ja nicht rumlaufen. So, jetzt glänzt die Lederjacke wieder. Du willst doch nicht hier für einen Wegelagerer, für den Vagabunden gehalten werden. Gut, fertig. Warte. Ah! Hier gibt's Geheimwege, die kannte ich noch gar nicht. I'll be waiting for you at the bar. Okay, dann mach ich mal die Arbeit. Wo ist denn der Bestatter? Da. Ah, da ist die Treppe. Das ist natürlich gut. Die steht da schon und wartet. Die freut sich schon richtig. Oh, endlich wieder eine neue Leiche. Ja, damit verdient die halt ihr Geld. Deswegen ist für mich der Bestatter auch immer der erste Verdächtige in einem Mordfall. Weil wer profitiert? Wer hat ein Motiv? Der Bestatter hat immer ein Motiv. You're one of them after all. Oh, der lebt noch. One of whom? What are you talking about? I'm just here to run the saloon. And you ended up carting around dead bodies. Do you know who he was? No idea. He poured drinks before you. Wait, you're kidding me, right? I'm terribly sorry for your loss.
Welcome to Blueberry. I'm Casey O'Hara. How shall I inscribe your grave? What? They call me Cheyenne. Can you tell me how not to end up like this? Do what W tells you. Don't ask questions. And don't look for answers. Can I buy a pre-need plan or... Just stick a $5 bill in your boot and don't worry about it. I'll make sure you get a proper send-off. Thanks. That's surprisingly comforting. At your service. Das haben die bestimmt wirklich gemacht. $5 ist ja auch eine Menge Geld gewesen früher. Als Zeichen meiner Dankbarkeit würde ich Ihnen ganz gerne einmal kurz... Sie haben da nämlich so ein... Ja. Warte. Ja, hier noch ein bisschen. Okay. Und so. Hinten ist auch ein bisschen so. Bitteschön. So, ich muss dann wieder... Beeil mich besser, ich will diesen brutalen, unbekannten Herrn nicht warten lassen. Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Done. Let's wait for the final act with applause. I'll fill you in on your second job when the time comes. Second job? Relax, Cheyenne. You'll hear a whistle and see me at the window on the balcony. That's the signal for you to head to the barn. Understood? And you will scratch me behind my ear after a good done job? I'm not a dog, but I guess I don't have much of a choice, do I? You don't. You're a smart ass, you know. There's a chance you'll live a little longer. Longer than the previous owner? Huh? So Casey spilled the beans, huh? Mm-hmm. He made some bad choices, but I thought, no, enough of that. Get to work. Show me what you can do. Give me a good old stone fence, now. Are you talking about a drink, or do you need a stable? Drink. So, how'll it be, partner? Okay, ich bin sehr unterwürfig. Ja. Ja, das haben wir schon gesehen. Okay, jetzt machen wir unseren ersten Drink. Na gut, dann gehen wir mal hinter die Bar. Mal hinter uns wieder zumachen, dass hier kein anderer reinkommt. So, oh, ganz viel Geld. Hat hier jemand liegen lassen, vermutlich der Vorbesitzer. Oh, noch mehr Geld. Oh, es ist ja noch mehr Geld. Ne, das sind Zitronenscheiben. Hört, das Eis liegt hier einfach in einem Eimer. Das ist ein wunderschönes Kunstwerk. Das sieht aus wie Stroh unter dem Mikroskop. So, hallo, oh, und das ist eine Eisbox. Ja, ja, jetzt ist es mal an der Zeit zu gucken. Okay, wir wollen ein Zaun aus Stein. Wir brauchen ein Barglas, Zaun aus Stein. Ah, okay. Alles klar. Wir brauchen erstmal einen, Barglas. Okay. 2 Unzen Whisky. Whisky. Okay. Woher weiß ich denn jetzt, wie viel 2 Unzen sind? Ich mach wohl besser langsam. Oh. Oh, das ist verdammt viel Whisky. Okay. Jetzt bloß nicht zu viel, bloß nicht zu viel. Denn der Typ ist sehr gefährlich. Der hat einen sehr losen Triggerfinger. Ah, ah! Oh, das war knapp. Okay. Alles klar. So, was jetzt? Apfelwein. Und noch eine schöne Unze Apfelwein da rein. Ah! 7, 8, 9 sehr gut. Wir sind der beste Barkeeper der Welt. Jetzt müssen wir noch ein paar Eiswürfel da reinmachen. Was? Nachbearbeitungsbereich.
Da sind die Eiswürfel. Ja, dann nehmen wir mal ein paar Eiswürfel. Machen wir rein damit. Und jetzt mal ein bisschen umrühren. Perfekt, würde ich sagen. Fertig ist der steinerne Zaun. So, ja, bitteschön. Ich hoffe, das ist zu deiner Zufriedenheit. Hä? That's what I fucking needed. If I'm going to make more of these, I'm going to need supplies. Don't worry about that. I know a supplier goes by the name of Jack. I've already let him know that he should start coming to Blueberry again. He will be here soon. Appreciate soon it. Saloon. No problem, partner. I sure hope no one else has to make stone fences for me. Yeah. Pleasure to meet the new owner of the once famous Blueberry Saloon. Ich denke, das sind wir. Warum sind wir denn jetzt nicht der Besitzer? Wir sind jetzt nur sein Handlanger. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe die Freiheit gesucht, die Unabhängigkeit. Jetzt stehe ich hier unter dem Cowboy-Stiefel dieses seltsamen Fremden, der sich nur W nennt. Wofür steht das überhaupt W? Werner? Wilbald? Willi? Eröffnung des Saloons. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt können wir den Saloon öffnen. Wir können aber auch nochmal kurz mit dem Lappen. Das ist falsch. Mit dem Besen. Die Spinnweben entfernen. Ich hasse das. Wenn es hier dreckig ist. Okay. Hier ist das Schild. Für alle gut sichtbar. Here goes nothing. Wir haben geöffnet. Hereinspaziert, kommen Sie. Oh, jetzt auf einmal. Ich sag doch, sobald der Saloon offen ist, fängt die Stadt wieder an, lebendig zu werden. So, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ich habe gerade noch den Besen in der Hand. Oh, howdy! Blueberry Saloon. Was? Zeb Fitch, ein aufrechter Bürger. Was willst du? Ein Schuss Whisky. Nimm mir ein Schnapsglas. Und jetzt mal locker so 2 Unzen Whisky da rein. Das ist ganz schön viel. Wenn seine Frau davon Wind bekommt, dann... So. Bitteschön. Was noch? Das reicht. Bitteschön. Ne, er war zuerst da, Entschuldigung. Was will er? Ein Schuss Whisky, alles klar. Schnapsglas. Und hier mal einen kleinen Whisky da. Na, wenn das keinen Spaß macht. Ach komm, einen kleinen gibt's noch. Alles klar. Getränke, bitteschön. Damn, guten Durst. Was willst du? Noch ein, wieder ein, die wollen ja alle das Gleiche. Alles gleich, ich hab. Lütten noch, ich mach voll, pass auf. Bitteschön. Guten. Sounds like a traveling cart. It's better be the trader. Traitor oder Trader? This drink is so damn good. Esteban. Smile to a grizzly bear. Das freut mich. Du kannst auch ein bisschen Trinkgeld da lassen, wenn du willst. 20%. Ich sehe hier gerade noch. Gucken Sie sich das doch mal an. So, alles klar. Haben wir gut gemacht. Wo ist jetzt der Händler? Was ist mit dir? Naja. Der Wagen des Lieferanten. Hier ist er. Guten Tag. Oh, krass. Hallo. Jack wird dir von morgens bis abends zu Diensten sein. Okay, hallo. Hallo, Jack. Mi scusi, you must be Cheyenne. Oh, Italiener. In the flesh. And you must be Jack, the supplier. Supplier? Mio amici. I'm your compagno on this nasty sea of sand. Oder Spanier? But the locals call me Jack.
Giacomo. All right, Giacomo Jack. I'm Cheyenne, and I'm going to need your help. I can smell a good deal from a mile away, and I smell it here. We'll make a deal, Cheyenne. Just tell me what you need. Can you get me some alcohol and supplies? I need to get this business rolling. Stai calmo, amico. Just show me the dollars and I'll deliver what's needed. Das ist doch schon alles KI-Stimme, oder? So, hier, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall mal das hier. Aber wie viel Geld habe ich hier? Ich habe richtig viel Geld, oder nicht? $10.24, ich bin reich. Plus $5 in meinem Schuh. So, was ist das? Kaufe ich einfach. Also Apfelwein. Nehmen wir, ich kaufe einfach alles. Ja. Was hat er noch? Was? Oh! Lebensmittel. Was ist das denn hier? Fleisch von Organ. Kann das schlecht werden? Ich kaufe einfach alles. Kartoffeln? Ich muss ja auch Essen machen können, oder? Ja. Was noch? Haben wir. Hammer, glaube ich. Fertig? Weiß ich nicht. $4.44. Echo. Thanks. Will you come in for a drink? I'd love to, but not now. I have to take care of the cart. Then see you around. See you. See you. Auspacken des Sortiments. Nimm eine Kiste von der Rückseite von Jacks Wagen auf. Geh dann mit ihr zu dem auf dem Balken markierten Ort und packe die Waren in den markierten Bereich aus. Jede Kiste verwandelt sich in Müll. Okay, woher kenne ich das bloß? Dann schauen wir mal hier. Hey, die Kiste hier. Ja, brauchst mir nicht tragen helfen, ich mach das schon. Dann räumen wir hier alles wieder ein. Ach so. Ah, hier, guck. Alles klar. Was können wir denn hier noch lagern? Was? Zitronenscheiben. Und Pfirsich haben wir nicht. Was ist das? Haben wir alles nicht. Was haben wir denn noch hier? Gläser. Was? Oh, ein Kunde! Hey, Silberstiefel! Samuel! What can I treat you to? Howdy, name's Samuel. Welcome to the land where dreams ain't just dreams. Hallo? Is that what you say? They call me Cheyenne. And for me, the town looks deserted. Just looks, my friend, just looks. Blueberry's got its secrets, I can tell. You're sharp. You must sense it too. Can't say I do. What's your trade, Sam? The only real job there is, with all due respect. I'm a gold prospector, and I own the local open pit. Das sieht man aber auch, der Goldhut und in Blueberry? Der zur Schau gestellte Reichtum. Come by my house and give me a hand with the mining. Got a special contraption, just needs a little bit of fixing. We split what we find equally and fairly. You'll get a solid 20%. What do you think? Doesn't sound entirely fair. We can work out the details later. Don't let it bother you. Now, listen. Could you make me something to eat? I'm starving. I think so. One thing, though. Yes? Till my contraption's churning, can't pay in cash. Hey. What can you offer, then? If you make it just the way I like it, I'll have a special gift for you in the future. Trust me, you won't be disappointed. Okay. Worth a shot. Nimm den Topf von der Wand und stell ihn auf den Herd, um mit dem Kochen zu beginnen. Es ist wichtig, dass du die Gerichte nach dem Rezept im Kochbuch zubereitest. Ja, kein Matsch. So, das Erste, was mir auffällt, ist, das ist ja wohl eine Riesensauerei. Ich hatte hier gerade sauer gemacht. Kommt wahrscheinlich von dir. So. Dann machen wir jetzt mal was Leckeres, einen leckeren Eintopf. This room sure needs a renovation.
So. Wir brauchen ein passendes Rezept. Wie wäre es denn mit Biskuit mit Soße? Oh, das sieht lecker aus. Biskuit mit Soße. Ja, Mann. Dafür brauchen wir Butter. 2 Stück. 1. Fleisch. Was? Was? Entschuldigen Sie bitte, was? Butter? Fleisch? Ah, und jetzt noch Knüppelkuchen. Ist das Knüppelkuchen? Hardtack. Na gut, das ist jetzt ein bisschen Risiko, aber... Ja, das ist doch super. Und jetzt? Keine Gewürze. Ja. So, Essen ist fast fertig. Jetzt muss ich dem Gericht Hitze zuführen. Maximiere die Flamme, indem du die Leertaste drückst, während sich der Cursor über der grünen Flammenkachel befindet. Oh Gott. Okay. Und jetzt? Was jetzt? Und jetzt? Ich weiß nicht, was ich hier tue. Sie sind fertig. Stellen Sie den Topf mit den zubereiteten Speisen auf den Serviertisch. Füllen Sie einen Teller mit dem Essen und bringen Sie ihn zum Tisch des Kunden. Okay. Was habe ich verdient? Friedfertigkeit. Weniger aggressiv. Der Samuel wirkte nicht besonders aggressiv. Grundpreis 40 Cent. Combo 6 Cent. Bonus 0. Endpreis 46 Cent. Für ein Gericht. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Okay, gib mir das. Und muss ich ihm das jetzt einfach so auf den Tisch stellen oder was? Mit Topf? Ja, im Wilden Westen isst man aus dem Topf. Ja, also. Entschuldigen Sie bitte. Das ist. Ich muss das nochmal mitnehmen. Ich wollte nochmal gucken, ob das zu Ihrer Zufriedenheit angerichtet ist. Ich werde jetzt die weiteren Zubereitungsschritte. Ah, verstehe. Und jetzt? Eine Suppenkelle oder was? Ah. Okay. Lalalala. Hier, so einmal was Leckeres zu essen für 46 Cent. Guten Appetit. Das hoffe ich doch. Und nu? Was mache ich mit dem... Nein! Och, das ist doch... Hey! Was ist denn das für eine Superspinne? Was für eine hartnäckige, achtbeinige Plage habe ich denn hier im Saloon? Hey, hast du eine Spinne gesehen? Ey! Hilfe, was... Was machen sie? Sie sind der Teufel, Dämonen! Hilfe, sehen sie das denn nicht? Oh Gott! Oh. Erstmal hier kurz. So, und jetzt? Was willst du haben? Whisky auf dem Felsen. Okay, wir machen schön Barglas. Dann nehmen wir hier 3 Onken. Oh. Okay, zu viel? Scheiße, egal. Und die Eiswürfel. Rein damit. Du kannst jetzt nicht unzufrieden sein, weil ich dir mehr gegeben habe. Nochmal zum Lappen greifen. Okay, das scheint mir noch sein. So, was willst du? Whisky pur, alles klar. Dann nehmen wir mal so einen, zack. Und wie viel Onzen? 3 wieder, ne? Ja. Drei Stück, dankeschön. Fertig. So, guten Appetit. Oh, gib mir sofort das Geld. Was, noch mehr? Wieso kleckert der so viel? Können Sie nicht ein bisschen sich zu...
Hallo? Noch ein Whisky, der ist gleich sturzbesoffen. Du kriegst jetzt diesmal aber nur 3 Onzen. Es gibt nicht jedes Mal einen extra Schuss. So, reicht. Bitteschön. Guten Appetit. So, der will was Salziges haben. Was? Wie? Die prügeln sich. Warum? Ach du Scheiße. Hey! Fuck! Ey! Hier wird sich nicht geprügelt. Hören Sie sofort auf! Stopp! Halt, stopp! Stop it. You can't even run no more. Take it outside. Stop. Hey, enough. End this Stop. Now. Watch me run up and kick your ass. Stop. Oh. Okay. Was? Okay. Thanks, but no punches for me. Good luck. Da! Gib mir meinen Stuhl zurück. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Sie ruinieren mir das Geschäft. Kacke, jetzt ist schon wieder einer tot. Na toll. Hallo? Unconscious. Can't leave him here like this. Hope someone in town can help. Good day. Ah, so ein Zufall. What is that? Hey, you. Do you know a doctor? Well, of course I know him. He's me. Oh, great. Will he survive? What happened to him? Got hit in the head. He looks fine to me, but the fact he is unconscious can be worrying. Ja, was denn jetzt? Sieht er okay aus oder besorgniserregend? So what do we do now? Ja. Is he your friend? Ja. Will you take care of him? Nein. Nah, just served him a drink. Hmm. All right. Then pick him up and follow me. Ja, bevor ich das mache, muss ich ja einmal ganz kurz... Ah! Ich wollte erstmal das Blut entsorgen. Dusch, au! Entschuldigung. Verzeihung, weil ich habe was vergessen. Dusch, au! Verzeihung. Ah, dusch, au! Okay. Warten Sie, Herr Doktor. Wie er hier die Arme verschränkt. Er scheint das auch genießen zu wollen. Soll ich ihn da reinlegen? Hier in den Zuber rein? In den Waschzuber rein? Da? If you find someone injured, bring them to me. I'll patch them up and get them back on their feet. I can't pay you, but the town will be grateful. And so will the people we save. I'll do my best, Doc. Mhm. See you around, Cheyenne. Okay. Ah. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wie ich zu meinem Namen gekommen bin. Aber ich kannte mal jemanden, die so hieß. Sie hieß Anne. Was? Und Anne ist nach Amerika ausgewandert. Weil sie hier in Deutschland einige Straftaten verbracht hatte. Und sie musste sich einen anderen Lebensort suchen. Sie ist nach Amerika ausgewandert. Ey! Und als sie da in Amerika ankam, hat sie festgestellt, sie kennt hier keine Sau. Und war eh introvertiert auch und total schüchtern. Und weil sie da mit niemandem geredet hat und so schüchtern war, hat man sie Cheyenne genannt. Und das war bereits die gesamte Geschichte. Was willst du, einen Zaun aus Stein? Das mache ich dir. Ich weiß doch, wie das geht. Erstmal schön Barglas. Dann machen wir 2 Onzen Whisky da rein. So über den Daumen gepeilt, ne? So, reicht. Dann kriegst du noch was von dem guten Apfelwein da rein. Hopp. Ja, reicht. Und dann kriegst du noch ein paar Eiswürfel und dann rühre ich das nochmal um. Rühr. Bitteschön. Guten Appetit. Ey, mein Geld. Ey, mein Geld. Okay. Erstmal wieder hier sauber machen. Was hat das mit diesem Platz auf sich? Der ist immer dreckig und stinkig. Dankeschön. So, der möchte gerne einen kleinen Whisky-Schuss. 2 Unzen. Onzen. Ah, Entschuldigung. Ah, so, okay. Bitteschön, guten Appetit. Gib mir mein Geld. So, was willst du? Ach, der wollte immer was mit... Eine gesalzene Mahlzeit. Ja, mein Gott.
Fuck, wie mache ich diese Geschmack? Was machen wir jetzt für eine. Was denn jetzt für ein Rezept? Rezept: Biskuit mit Soße. Gebratene Innereien. Gesalzene Mahlzeit. Das machen wir jetzt. So, 2 Stücke Fleisch. Von was? Nein! Da ist mir ein Stück Fleisch runtergefallen. Oh Gott, habe ich Zwiebeln? Ja. Geil. Zucker? Nein. Was ist jetzt mit Salz? Oh, jetzt muss ich hier wieder mit der Leertaste die Kombination erarbeiten. Von wo kommt er denn? Oh Gott, das ist richtig gefährlich. Geile Kombo, aber kein Bonus. Warum? Okay. So, dann nehmen wir jetzt diesen leckeren Topf, stellen ihn da hin, dann nehmen wir einen Teller, füllen den auf. Wehe, das schmeckt ihm nicht, dann werde ich... Nein, ey! Du setzt dich jetzt... Ey! Du setzt dich jetzt hin und isst die Suppe. Hallo? Gib mir das Geld für die Suppe, du Mies... Schweine, diese undankbaren Schweine. Was kann ich für sie tun? Was möchte ein Zaun aus Stein? Das kann ich doch schon auswendig. Da kann ich schon, ohne zu gucken, kann ich das schon machen. Der Zaun aus Stein. Jetzt noch ein bisschen Eis und einmal umrühren. Das scheint ein sehr beliebter Drink zu sein. Ich kannte den noch gar nicht. Geld. Hallo, du warst zuerst da. Oh, jetzt muss ich hier wieder sauber machen. Entschuldigen Sie bitte, ich muss erstmal... Oh, shit, jetzt muss ich... Hallo? So, ich gehe der Reihe nach. Was willst du? Schnapsglas, Whisky und einfach 2 Önsen. Okay, nächster Schritt. Servieren. Was willst du? Zaun aus Stein, alles klar. Das mache ich, das kann ich jetzt auswendig. Und Eis und Rühri. Bitteschön, und was willst du? Ich muss gleich raus, der Wahnsinnige will mich haben. Einfach nur ein Whisky, alles klar. Und 3 Onzen. Und bam. Alles klar. So, gib mir meine Kohle. Jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. Was hat er? Entschuldigung, was willst du haben? Gesalzene Mahlzeit, so ein Zufall. This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. Guten Appetit. Okay, fuck. Wo ist der Typ? In der Scheune. Nicht, dass der mich zusammenschlägt, wenn ich nicht komme. Wo war nochmal die Scheune? Ich muss ja erstmal den Laden hier zumachen. Ich kann ihn nicht zumachen, weil noch einer drin ist. Ja, der haut ab. Ach fuck, während einer ist, kann ich nicht zumachen. Das ist ja ein richtig stressiger Job. Das ist der Eingang. Ich fliege. Beeil dich, ich hab noch offen. Business going, Cheyenne. I heard from Jack that supplies are flowing. Can't complain. But what's on your mind this time? Same as always. I want to help you with your business. See that wagon over there? Nee. And the dead body. Do I even want to know? Trust me, you do. Here's a crowbar. Time to get to work. What? I use this barn to dismantle stolen carts. You can make a good profit from it. Just be careful and clean up any traces thoroughly. That's where you come in. How exactly? It's simple. I'll keep watch while you dismantle the wagon and hide the parts in the hay. If you happen to come across a chest, try to open it. If there's a body on, we've got that covered too. Casey and her irreplaceable services. Exactly. Ja. Ich könnte ihn jetzt auch einfach zusammenschlagen. Okay, dann mache ich das mal, obwohl mein Laden noch offen ist, ne? Das gibt schlechte Reviews. Was?
Soll ich machen? Warten Sie bitte, was? Entsorgen Sie die großen Teile im Heu. Das kommt darauf, wenn man nicht so richtig zuhört. Was? Ich mache einfach alles kaputt. Dieser Wagen! Ich hasse ihn so sehr. I must hide it as soon as possible. Los. Ich hack hier alles kaputt. Sehr gut. Dann gib mal hier jetzt. Wo sind denn die ganzen? Huch? Was? Ich glaube, ich habe aus Versehen. Oh, nee, doch nicht. Fine. Now the rest. Zack. Da wird niemand je auf die Idee kommen, nachzuschauen. Das Versteck ist viel zu gut gewählt. Er würde schon unter einem Heuballen nachsehen. Good. Now the chest. Was? Was? Oh. Da muss man sich als sehr geschickt erweisen. Oh, da ist Geld. Cordell, erinnern Sie sich an den Angeber Hank Custer, der damit geprahlt hat, dass er Old Fashioned mit Pfirsich und Zitronenschale bevorzugt und damit geprahlt hat, dass er Gesetzlose von Georgia bis nach New Mexico zum Zittern bringt? Verdammter Idiot. Ich hatte gehofft, Sie würden ihn zur Patrouille in der Wildnis abkommandieren, aber das klappt nicht. Er ist auf dem Weg nach Blueberry. Halten Sie ihn an der kurzen Leine. Sorgen Sie dafür, dass er sich auskennt und nicht alles vermasselt. Wir können uns keinen weiteren Fehler erleisten. Das beste Sergeant Samuel Thompson. Gib mir sofort das Geld. We have a problem. According to this letter, the sheriff is on his way to town. It seems that this guy here was sent to assess the situation. Well, he won't be assessing anything now. We need to act fast and take care of the body. Time is not on our side. Okay. This will make our job much harder, Cheyenne. Na gut, dann nehme ich mir mal erneut. Hallo! Tschüss! Ich gehe da mal. Niemand wundert sich darüber, dass. Damn. Playing the outlaw seems easier when you're not dodging the sheriff's gaze. Absolut richtig. Just gotta hope he's not the sharpest tool in the shed. Mhm. Niemand wundert sich, dass der Neue ständig Leichen durch die Gegend schleppt oder schwer Verletzte. Ist jetzt die dritte Person, die ich auf meinem Arm irgendwo hintrage. Niemand scheint sich darum zu kümmern. Es ist, wie es ist. Oh, I didn't see anything. Truth be told, I'm not even here. Das hoffe ich doch. Ja, ich habe wieder was für dich. Ist schön. I see the state sheriff's star here. I hope you and W know what you're doing. Ja. I hope so too. We need to ensure they're hidden well, as the sheriff will be arriving in Blueberry soon. In diesem Moment vermutlich mit dem Cheyenne, Zug. You brought changes to this town. I trust you got what it takes to deal with them. Ehrlich gesagt habe ich nichts gemacht, außer den Saloon zu putzen. We take orders for any size, better sooner rather than later. Okay. Hallo, jetzt muss ich mit dem Sheriff sprechen. Ist der in meinem Saloon? Und nun Saloon. Hey. Haben Sie hier nicht sich an meinem Geld zu schaffen gemacht, hoffentlich? Ich muss erstmal hier ein bisschen sauber machen. Der Sheriff kann warten. Ich bin ein beschäftigter Mann. Sehen Sie? Oh, goddammit! Sheriff! Sehen Sie sich das an! Hier macht sich irgendein richtig fette Tarantel breit. Jedes Mal, wenn ich das putze, dauert es keine 5 Minuten und das Netz ist wieder neu. Kümmern Sie sich bitte darum. So, Barkeep, are you the reason I ended up in this here hole? What? I don't think so. I'm just trying to run my business. I don't get in anyone's way. Well, what's your name anyway? Cheyenne. Cheyenne. Listen, Cheyenne, my name is Hank Custer, and I am the new sheriff in town. They sent me here because rumors reached the authorities that the town is starting to thrive. And whose fault is that? You mean to say it's credit, right, Hank? For you, it's Sheriff Custer. Let me tell you this, this damn place needs a firm hand, mm-hmm. and mine is as firm as they come. Mm-hmm. The sooner the town is seen as peaceful, the quicker I can get a promotion. I won't interfere with the sheriff's work. You have my word. And damn fucking well, Cheyenne.
Think of me as the leader of the wolf pack. As long as you obey, you can feel safe. Okay. Now show me what kind of drinks one can pull off here. Surprise me. Ich hätte da eins. Okay. Blueberry hat einen neuen Sheriff. Deine Handlungen werden jetzt genau überwacht, also achte auf seine Reaktion, um Ärger zu vermeiden. Wenn der Sheriff den Salon besucht, kannst du ihn von seinen Pflichten ablenken. Serviere ihm einfach die entsprechenden Getränke und die Wachsamkeitsstufe Stern des Sheriffs in der linken oberen Ecke zu senken. Seid vorsichtig, wenn ihr den Karren abbaut, da übermäßiger Lärm die Wachsamkeitsstufe des Sheriffs erhöhen kann, wodurch eure Aktionen möglicherweise aufgedeckt werden. Wenn der Sheriff dich beim Transport einer Leiche erwischt, wird das Konsequenzen haben und du wirst bestraft werden. Seid wachsam und vermeidest, in solchen Situationen erwischt zu werden. Okay. Alles klar. Bitters? Fresh peach? In this one-horse town? How am I supposed to find those around here? Oh ja, alles. Okay, was? Schnapsglas, Schleppglas, Barglas. Okay. Warte mal, habe ich das überhaupt alles? Wasser? Entschuldigen Sie bitte. Habe ich das überhaupt? Warten Sie bitte. Ja. Warte mal ganz kurz. Zitronenscheiben. Pfirsich. Ich muss erstmal was kaufen. Warten Sie, Sheriff. Ich bin gleich wieder da. Oh, dieser Blutfleck übrigens, der ist... Ich hatte Nasenbluten. Verzeihen Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist, unter keinen Umständen ist hier ein Verbrechen passiert. Das war lediglich... Sie wissen, ab und zu habe ich Nasenbluten. Das war als Kind schon so. Meine Mutter hat gesagt, das liegt in der Familie. Wir haben dünnes Blut. Hey, ich brauche was zu essen. Was brauche ich denn hier? Mist. Wie soll ich dem Sheriff denn jetzt ohne Pfirsich dieses Getränk kredenzen? Das sind doch Kartoffeln, oder? Mist. Wieso hast du keine Pfirsiche? Sheriff, verzeihen Sie die kurze Störung. Ich war lediglich auf der Suche nach Pfirsichen. Naja, dann wollen wir wohl mal ein bisschen Pfirsich-Whisky da reinmachen. So, bitteschön. Oh, Zuckersirup. Haha. Hahaha. Nun, Herr Sheriff. Ja, man kann halt nicht alles haben. Ich kredenze ihm was ganz Neues. Oh Gott, ich befürchte, er wird mich nicht mögen. Wie wär's denn mit ein bisschen Cider statt anderer Sachen? Did you know I could throw you in jail for what you served me? Disgusting. I'm just starting out, Sheriff Custer. Next time, the drink will be perfect. Let's hope so. If I see you causing any problems, we'll quickly fall out of favor. And do you know what wolves do to those who get in their way? I assure you, Sheriff, you won't have any issues with me. Very fucking well. Now it's time for me to leave. Don't stir up trouble, Cheyenne. Nein. Sicherlich nicht. Bevor Sie gehen, Ihr Sheriff-Stern ist... Oh, and one more thing. Could you check on that poor fellow who came with me? He might need some help. And I'm beat from the journey. Haha, ja klar. Was wollte ich gerade machen? Ihr Sheriff-Stern ist ganz staubig. Lassen Sie mich kurz... Und auch Ihr Bart ist ganz staubig von der Fahrt. Sie haben ein Fahrtbart. Ganz staubig von der Prärie. Diese Kutschen neuerdings, die wirbeln ja so viel Staub auf und ich bin sicherlich... okay, bitteschön. Arbeite ich also für das Gesetz und für die Mafia. Ich werde dazwischen zerquetscht werden. Ich weiß es jetzt schon. Hallo. Good day, Cheyenne. The new bartender. Nice to meet you. I'm Earl. Earl?
I can help you with those crates. No, I can handle it. Okay. It's no trouble. Let me... I said I can handle it. Go away. I don't want money. It's just a friendly gesture. That's new. Listen, these crates are really heavy. That's not a problem. Sehr stark. All right, just don't drop them and don't expect a discount. Okay, kein Problem. Die sind ja gar nicht so schwer, wie du behauptet hast. Wo soll ich die denn hinbringen? Told you. Guck, wie stark ich bin. Ich bin Barkeeper. So, hier. Ich stelle die mal hier hin, okay? Earl. Ja, ja, ich mach schon. Los, Wettlauf, jetzt zuerst da ist. Haha, bist du langsam. Gib mir das. Hallo? Oh, Alter, jetzt muss ich warten. You decided to come back to Blueberry. The big city business didn't work out? The boss values peace and the lack of competition. Aha. What's his name? Her. Eddie McKay. Oh, yeah. So, Earl and Addie. For you, it's Miss McKay. Miss McKay, ich verstehe. Sorry. When is she coming? Oh, erster. Soon. Okay. Nein, du erholst mich nicht, warte, wieso? Oh, Mist! Soon wird Eddie kommen. Wer kommt noch? Haselnuss? Could you go get it? I'll start unpacking. Sure. Was? Achso, ich soll die letzte Kiste holen. Ja, ja, ich mach schon die Arbeit für dich, gar kein Problem. Damn. Au! I need Shit! To pick this up. Fuck! Oh, fuck. Ja. Wie mach ich das? Achso, mit der Kiste wahrscheinlich. Kiste in die Hand und dann, ah. Niemand hat's gesehen. Oh. Guck. The table is supposed to be ready next Friday. Guck mal hier. Remember to tell Eddie to place her order with Robert Johnson. Not that idiot Albert. Alles klar. Wieder was gelernt. Informationen sind Geld wert. Warum ist denn diese Schaufel so weit geflogen? War's das ja, ne? Der fragt sich sicherlich, was wir so lange hier draußen treiben. Hoffentlich hat er das nicht gesehen, das ist ja hochnotpeinlich. Okay, das wird schon... ich sehe nichts. Ich komme! Hallo. Mir ist nichts runtergefallen. When can I buy furniture from you? We'll start production when the boss arrives, but there are still a few unsold pieces in the basement. I'll get rid of it for the price of firewood. Can I see? Sure. Keller? Hat er nicht gesagt? One more thing. Take this for the help. Nee, das habe ich umsonst gemacht. Take it. I don't like unpaid debts. Okay. If you insist. Thanks. A good work deserves payment. Absolut richtig. Und wir wissen beide, dass ich nichts hab fallen lassen. Oh, guck mal hier, pass auf. Jetzt kann ich hier Sachen, was soll ich kaufen? Ein Tisch oder Stühle? Oder beides? Guck mal hier. Und für einen lächerlichen Dollar kriege ich so eine wunderschöne Sofa-Kombination. Ja, aber entschuldigen Sie bitte. Tische? Da. Oh, hier, guck mal, so Treibholz. Ne, wir nehmen aber so einen Fasstisch hier. So ein. Und dann... davon... vier. Bestellung. Ich bestätige. Was? Kaufen Sie drei neue Tische? Oh, entschuldigen Sie bitte. Drei Tische war das. Okay. Bestätige.
schließen sie den Saloon. Okay, ich komme bald wieder. Sind da noch Gäste drin, die nicht bedient wurden? Ich befürchte. Ah. Mhm. Okay. Das kann ich mir eh nicht merken. Let's do a little rearranging here. Jetzt wird's interessant. A little rearranging. Anpassen. Keine Fälle. Ja, hab halt nichts. Muss ich erstmal. Oh, was ist das? Guck mal hier, da kann ich ein ganz. Das ist ja geil. Da kann ich ganz neue. Hier, was ist das für ein Dreck? Kann der Dreck weg? Was ist das? Ich will das hier. Ja, lassen Sie mich das doch wegräumen. Okay, also. Ich könnte mal jetzt hier. Was machen wir denn jetzt überhaupt? So, laden Sie anpassen. Tönung. Tönung. Oh, guck. Oh, das ist ja gleich. Guck. Machen wir mal eine schöne rote Tönung. Das sieht wertig aus. It already looks better. Absolut. Finde ich auch. Sieht sehr viel besser aus. Tönung. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Was? Wer ist du? Ey, Ilse, ich habe nicht geöffnet. Hallo? Sag mal, entschuldigen Sie, haben Sie sowas wie eine Offen-Zu-Schwäche? Offenbar! Denn die Bar ist nicht offen! Offenbar ist die Bar nicht offen! Was darf's denn sein, Ilse? Ein klein bisschen, alles klar, kriegst du. Eine Hand wäscht die andere. Schön. Guten Appetit. Thanks. Please. Your half. For the first corpse. Half? Was? Yep. Half. Didn't W tell you? About what? About what? Damn. Well, anyway. You will find out sooner than me what this key opens. Judging by where he hid it. Is it the key to your heart? It must open something valuable. Okay. Wait, hold on. You mean to say you'll pay me for bringing you bodies? If I find something on them. And if the body didn't belong to the sheriff or some other big shot. For such hot merch, I take everything for myself. Mm-hmm. Yeah, give my hair here. Sounds fair. I think so too. One more thing. Na, dieser Spannungsbogen. I won't be checking their pulse, if you know what I mean. Oh. Oh, okay. Boah, alter Schwede, die ist aber auch völlig skrupellos. Hier ist doch schon wieder Rotze drauf. Tschüss. You mean? Oh. Never mind. Hallo? Können wir mal die Rotze hier wegmachen? Was ist denn hier los? Hallo? Dankeschön. Es ist wieder sauber. Ja, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus jetzt hier. Oh, goddammit. Wenn ich dieses Biest finde, was hier jedes Mal wieder... Oh, I think my pick spiders. Okay. Es wird Nacht. Es ist Zeit... zu schlafen, aber eine Sache noch. Kann ich nicht hier vielleicht... Ah! Ha! Ha! Was? It'd be good to find a place to sleep where there haven't been any bodies lying around today. Ja, hör mal auf jetzt. Ich schmeiß hier erstmal was weg. Wo ist meine... Brechstein? Was ist das? Ich brauche meinen Mülleimer.
Ja. Yeah. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Oh, hier. Mülleimer, Mülleimer. Was ist mit dir? Hallo? Was ist mit diesen Brettern? Aha, das macht mich wahnsinnig. Hier ist schon wieder... Okay. Sieht doch alles deutlich besser aus jetzt. Bis auf diese beiden Bretter. Die machen mich komplett verrückt. Was ist eigentlich hier hinter? Oh. Oh. What's this? Ah. Hier können wir uns ausruhen. Hier ist sogar ein Brief. Lieber Simon, mit den Kindern ist alles in Ordnung. Mama ist sehr krank. Sie wird nicht mehr lange leben. Du hast ihr versprochen, nicht zu trinken. Wir machen uns große Sorgen um dich, mein armer kleiner Bruder. Sie haben dich so sehr geschlagen. Es ist nicht deine Schuld. Du kannst niemanden zwingen zu kommen. Ich bete, dass Mr. Locke es sieht, wie sehr du dich bemühst und dir ein wenig verzeiht. Ich weiß, du wirst es überstehen, so wie du es immer getan hast. Meine ganze liebe Elizabeth. Ja, schade, sie weiß... I'm sorry, Elizabeth. Ja. His luck ran out. Absolut richtig. It's been a long day. Should I go to bed or open the saloon for a bit more? Oh, das ist eine der großen Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben. Haben wir da noch? Jesse James, $500 Reward, Billy the Kid. Wer ist da noch zu sehen? Wer ist er da unten? Bedford Mad Dog McCoy. Butch Cassidy und The Sundance Kid. Ey, das sind übrigens alles wirklich originale Western-Schurken. Das ist ja wirklich ein Originalfoto von Billy the Kid. Das kenne ich nämlich, das ist er wirklich. Und alle anderen, ich glaube, die anderen sind auch Originalfotos. Ja, ja, ja. Das war eine wilde Zeit früher. Seid froh, dass ihr damals nicht gelebt habt. Und nicht erlebt habt, was ich erlebt habe. Im Wilden Westen. So, wir machen die Tür zu. Da ist unser Bett. Bevor wir jetzt ins Bett gehen, machen wir eine kurze Pause. Freunde, das ist der Saloon Simulator. Was haltet ihr davon? Wollt ihr das häufiger hier sehen? Oder möchtet ihr euch in die Zeitmaschine setzen und in eine andere Epoche reisen? Sagt es mir. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Howdy, Leute.